Eddie hat gefragt, ob wir mit Chains erstmal die schießen. Nee, Segel? Nein, nein. Voll oder einfach mit Balls. Gleich mit Balls auf die Träder. Na, du hattest recht, Alex. Wäre nichts geworden. Ist das der erste Hafenkampf in Santo Tomás seit dem Wind-Update? Nein, ich meine nicht. Das ist der zweite. Weiter. Okay, ich lasse Markus jetzt vorbei und drehe dann durch den Wind durch. Bringt nichts, ich komme sonst nicht weg. Ja, check. Mal so weit sind, dass du ungefähr auf 5 Knoten kommst. 5 bis 5,5. Warum so wenig? Ja, ich sag mal, dass du ein Strich zwischen 0 und ein Strich rechts neben 0 kommst. Weit. Mein Ende muss noch hoch, aber... Ich fahre jetzt 6,8. Ja, na du fährst. Ich sag mal, ich habe jetzt einen Strich neben 0 angesteuert, dass wir nicht zu weit nach rechts kommen. Habe ich auch. Gut. Kreuzen müssen wir eh. Was gehst du jetzt, Alex? Pro 7-0 oder was nimmst du? Ungefähr, ja. Dann nachher noch einmal durch den Wind, um wieder hochzukommen, falls ein Indiaman durchkommen sollte. TGS, Weidruck, es ist recht fix, sobald ich halbwegs Wind bekomme. Ja.
Wann soll ich eindrehen? Kurz vorm Seichtwassergebiet vorne. Also nicht in die Seichtwasserzone reinfahren, ne? Das ist dann die dunkelblaue Zone. Die hellblaue. Also die helle Zone, wenn du auf der Map guckst. Du hast noch ein Stück. Hier ist ungefähr ein Strich neben Null, ne? Nicht weiter nach rechts. Zu weit rüber. Bin gleich wieder da, Horst. Ich hol mir noch ein Bier. Do that. Das ist meine Chance. Jetzt merkt er meinen Windschatten nicht, wenn er nicht da ist. Du fährst wirklich vorbei, oder? Ja. So, lass uns durch den Wind gehen, damit wir nicht zu nah an die Dinge rankommen. Wenn wir beide vorne gedreht haben, Beatrice, dann drehst du erst. Du hättest noch ein Stück. Ich hätte noch ein Stück? Jupp. Ich glaube, jetzt ist Sport. Ich lag auch einen Mark, ne? Jo. Und dann nimmst du 270, 255 so. So wie ja. Du Wind kriegst. Was sollen wir jetzt drehen? Oder noch nicht? Ja. Ne, könnt ihr noch. Die Pavels haben 970, cool. Eddie ist vor dir, ne? Ja, Eddie ist vor mir. Eddie könnte drehen und du, wenn du da seine Position ungefähr hast. Ja, also, danke. Pavels 970, die Indiamans 486. Ja, die meisten dürften sich in Acht nehmen müssen. Ja, ich hab nur 882 Leute an Bord. Jo. Also kein Enderkampf für alle. Bernd, du fährst noch ein Stückchen weiter, ne? Mhm. Und den Tisch hier komplett ausnutzen. Ja, Pellew ist jetzt gerade gekniffen. Der fällt genau in unseren Schatten. Naja. Horst, fährst du hinter mir lang? Ich werde es versuchen, ja. Ist besser. Heute eindrehen, Horst, ich sollte passen. Nerox, wir drehen gleich mit, wenn die anderen weg sind. Chrysanth, dreh. Ja, mach ich jetzt. Bei Horst, dann drehe ich nachher damit. Plankenhans auch rum. Der Graf auch noch vorbeikommt.
Ich fang an zu drehen, Nerox. Hi. Weizen, kommst du ein Stückchen weiter rechts gedreht? Nee, ne? Eigentlich lieber nicht, ne? Aber das Problem ist, ich habe Angst, dass wir zu schnell sind. Wenn ich da bin, fange ich an mit versenken. Ja, weil eigentlich wollte ich im Wind bleiben und mit denen mitdrehen, damit wir mit den Trädern einen Schritt halten, weißt du? Mhm. Vor noch mal nicht, dass wir da vorne mal durch den Wind durchdrehen müssen, dass wir wieder uns weg. Keine Sorge, die werden nicht schnell sein. Gut. Da kommst du locker mit. Beatrice, du hast da eben mit mir gedreht. Wieso, was fährst du jetzt für einen Kurs? Ich schau, dass ich hinter den Weizen komme. Ich soll sich an Weizen halten. Eben. Ohne die Träder bespaßen können. Ja, da bist du aber weit hinter mir. Eben. Dreh. Ah, das Ding geht 12 Knoten. Dreh wieder ein, dass du hinter Graf von Föhre kommst. Und lasse ich eine Pavel zurückfallen, ne? Ja, der fährt direkt auf den Strand zu. Ich sehe da schon da hinten. Aber euer Kurs ist nicht schlecht. Wir werden wohl noch einmal drehen müssen. Meine Indian-Man bricht nach links aus. So. Also von denen aus gesehen, ne? Wie fährst du immer noch? 6,0 im Moment. Nee, da bricht keiner aus, Matrose, das täuscht. Der eine fährt nur sehr nah neben der Pavel. Nee, da ist schon einer ausgebrochen. Nee. Eine Pavel ist ganz weit von der Truppe. Ja, die Indias fahren alle noch in der Mitte und die eine fährt besonders nah an der Pavel, an der dritten. Zur linken Reihe. Ich bin mit der Kamera eben hin. Ist alles gut. Eine ist schon Richtung Strand. Das ist eine Pavel. Ja, die will gleich beachen.
Joker, wird nicht besser, du fällst ein bisschen ab. Dass du ein bisschen mehr Speed kriegst, weil du bist ziemlich weit hinten. Ich weiß. Alles gut. Kreuz genau deren Kurs, naja, Horst. Passt schon. Ich schätze mal, ihr werdet nochmal hochdrehen dürfen. Ja, ich denke auch schon. Ja, die linke Seite, wenn wir den Gegner von der linken Seite packen, ist aber besser, weil da sind nur 4 Babels. Auf der rechten Seite sind 5. Da komme ich hin. Ja. Vertrau mir. Ich richte mich jetzt erstmal so ein, Horst, dass ich auch nochmal die eine oder andere Salve erstmal auf dem Träger mit abgeben kann, weißt? Mhm. Als irgendwas ist. Wenn ich ein bisschen weiter hin glaube ich. Jetzt versucht eine Indiaman links auszubrechen. Ja, das ist die eine, die neben der Pavel war. Mhm. Chrysanth, könntest du vielleicht Focus Fire nehmen? Ja. Die haben für Plankenhans auch vielleicht. Die bricht da rechts aus. Siehst du die? Ne, Monsieur Moore, ja. Meinst du? Die Pacho, oder? Ja, ich muss mal näher ran, Moment. Clement. Ja, ne, Falkland. Clement ist Falkland. Ja. Anselmo Falkland. Ja, die Mittel und die Hinterste, die bricht auch aus. Aha. Achso, das ist ein Indien, okay. Let's see. Du meintest Falkland für mich, ne? Ja. Alles kurz. Ja. Die soll sich nicht enten lassen.
Außer du auch nicht, ne? Chrysanth, lass dich nicht ändern. Ja, ich habe die German Defender. Ah, okay. Ich stehe jetzt. Okay. Okay. Ja. Mache ich mit. Ja, ich kann meinen Kurs, ich laufe jetzt bloß noch zwei Knoten. Ich warte hier hinten, bis du da irgendwie. Okay. Ich drehe dann in die Feindflotte mit rein und fahre mit dem mit. Ne? Von Föhren noch erst auf Kurs bleiben, Jägermeister auch. Ungefähr auf deine Höhe fange ich auch an zu drehen. Richtig. Das heißt Turn Point. Was mit der Indiamen, der da wieder hochkommt, Alex? Der mit der. Bist du schon? Ich bin das ja. Ich mag das gerade wieder, wie ich ihn gehabt. Ich mag das gerade wieder, wie ich ihn gehabt. Das habe ich jetzt nicht gedreht. Ja. Nice. Nice. Der, der eine, der da an der Küste fährt, den solltet ihr nicht außer Acht lassen. Dem jagt die dann hinterher. Bislang vorbildlich diszipliniert, ich nehme das mal auf. Fokussiere jetzt Nemesium, das ist die Pavel nächste ja. Zu der Kiste. Küste. Also super, an den ersten Trader kommt man prima dran und zweite und dritte sind komplett versteckt drin. Die erste Indiamen bei uns ist der Chevalier Lockwood. Die zweite Knut Le Monk. Die dritte Nemiso Ruhl. Knut Le Monk. Das ist ein Name.
Von der linken Gruppe sinkt jetzt die zweite Indiaman. Der Drake ist in der Jitten dran. Jo. Wie sieht's bei uns aus mit den Indiamans? Das ist ja bei euch. Eine gesunken, die zweite ist am sinken. Die dritte sinkt auch. Hat der gerade gefinished. Ich fahr mal ein bisschen rüber und versuch Drake zu unterstützen. Sehr gut. Okay, Falkland ist Geschichte. Sehr gut. Schön, dass die Pavels nicht vorne rausschießen können. So, Plankenhans, schnapp dir Sir Francis Drake und rüber zu der anderen Gruppe. Auf Wiedersehen, bis später. Ich glaube, die kriegen wir hier wieder alleine. Und Matrose geht auch mit. Ich muss erstmal reparieren. Ja, das macht nichts. Fahr langsam hinterher. Ich hab den einen eben gelootet da. Gibt denn da noch einen mit, den
Na, tut das schon. Man. Wir haben, glaube ich, noch keine Salve abgegeben, oder? Regelmäßig. Nee. Ich habe ihn Abraham Schoß, ganz komisch. Das ist verrückt. Sobald die neben euch sind, dann wird das passieren. Na, die erste, wenn jemand sinkt. Ja, Rox, wie sieht's aus? Kriegst du das dahin? Ja, die ist kurz am Absaugen, die bewegt sich aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und eben eine, die immer weiter zum Strand fährt, die ist aber auch gleich durch. Okay, dann zieh ich auch schon mit rüber. Schon die zweite in ihrem Enden. Die drin, die zweite in ihrem Enden gibt es Gas. Fangt sie ab. Die ganze Bug ist offen. Wo du rankommst, Harald, einfach looten. Ich habe ja schon. Ja, ein. Ja. Echt ein verrücktes Schauspiel. Jetzt die beim Angasen hier. Ein Reload. Ach. Fährt auch glatt an meinem Arsch vorbei. Ich wollte die abfangen. Oh. Jetzt kommt Bewegen rein. Achtung. Die ist auch erledigt. Englische Präzision. Dritter hat einen Reload-Shock. Das schnappen wir sonst.
Ja, Matrose, wenn du hier in die irgendeinen von denen drankommst, ne? Ich hab schon zwei Kisten drauf. Ich kann kleine Linie tragen, ja. Könnt ihr die eine hier mitnehmen, die, wie heißen der? Moment. Hinter mir steht auch der Wigman. Viel braucht er nicht mehr, aber da die Segel eingezogen. Ich glaube nicht, dass ich noch eine Kiste an Bord nehmen kann. Kannst du mal Chrysanth und den Eddie sagen, dass die zwei noch gelootet werden müssen? Ja, mach ich so. Oh, die dritte sind wir auch. Ziemlich alle. Ich gleich sehen, ich fahre da ran und dann sehe ich, ob ich die noch an Bord nehmen kann oder nicht. Ah, Markus. Ist das was? So. Da kann ich noch ein Board nehmen. Ich bin voll, ich kann nichts mehr annehmen. Dritte Indiamant ist kaputt, ich hab's gelootet. Yeah, unfortunately. Und mit Boba, ich hab mit CBTC. Hey Leute. Hi. Was? Ja. Das Santo Tomás. Okay. Ja. Beatrice, wo willst du hin? Ich wende. Bei einer Geschwindigkeit von knapp 12 Knoten ist das ein verdammt großer Wendekreis. Sorry, ich kann es nur die ganze Mal. Da haben wir Wigman fehlt so immer noch du darum. Du kannst abbauen. Was ist mit Wigman? Ja, der muss auch umgelegt werden. Da steht da so rum. Edi macht es. Die ist bald bei ihm. Kann er den auch looten? Weil bei mir geht nichts mehr auf. Ich glaube, er kann auch nicht mehr als so viel schleppen.
Markus, kannst du ein Stück rechts andrehen, ihm den Rest geben hier? Alex braucht dringend Hilfe da. Nee, nee, ich hab grad zwei Brenner getan. Alles gut. Ja, Horst, hättest mal ein Wort gesagt. Ich hatte nicht gesehen, dass du so nah hinter mir bist. Ich wollte an den Abgesoffenen ran, um den zu looten, aber das werde ich sowieso nicht schaffen. Jägermeister, kommst du an den links vor dir ran zum Looten? Ja. Und der ein Stück weiter liegt, weiß ich auch nicht, ob der gelootet ist. Kiste habe ich. Gut. Text. Oh, das ist auch Geschichte da hinten.
Der Ignatius Frisk wird absinken und genau, neben auch. Daneben der auch. Dritte Kiste an Bord, der geht nicht. Leider, ne? Und Dublon. Ich habe auch eine Kiste. Okay, das war's in der Wolve. Sehr schönes Gefecht, Jungs. Ehrlich. Okay.